Eine sehr besondere Theaterperformance in Berlin. Es geht um eine tödliche Krankheit, es geht um Krebs. Der Nachwuchsregisseur Noam Brusilowski hat ein Theaterstück über seine eigene Krebserkrankung gemacht. Ich bin nicht so derjenige, der gerne spielt. Aber es war mir klar, um diese Geschichte präzis erzählen zu können, muss ich mich selbst als Rolle dazu zu besetzen, was nicht so ganz einfach ist. Proben im BAT Studiotheater in Prenzlauer Berg. Ein Tag bis zur Premiere, noch immer ist nicht alles geklärt. Kommt rein, wenn ich sage, wir feiern meinen 4. Geburtstag. Aber du gibst doch das Zeichen. Nein, eben nicht. Fangen wir an? Ja, eigentlich. Ist stinksauer. Die Nervosität ist groß. Leute mit Kameras in der Premiere gibt. Und warum besprichst du das nicht? Der Tumor zerstört das gesunde Hodengewebe und breitet sich durch den Samenstrang aus, bis in die Lymphknoten im Bauch, bis in die Lunge, bis ins Gehirn. Kindheitserinnerungen in Israel. An seinem 4. Geburtstag bekommt er einen Kuchen in Bühnenform. Schon als Kind führte Noam kleine Stücke auf. In Tel Aviv ging er auf ein Theatergymnasium. Das Regiestudium führte ihn nach Deutschland. Ihr sitzt jetzt still und ich spiele was für euch und ihr hört mir zu und dann klatscht ihr. Und das fand ich toll als Konzept. Also in Israel, das Theater ist sehr kommerziell, hat immer so einen billigen Humor und ist wahnsinnig konservativ, sowohl in der Darstellungsform als auch inhaltlich. Es bestätigt immer irgendwelche so nationale Tendenzen, die gerade stark zu spüren sind. Mitten im Studium an der Hochschule Ernst Busch bekommt er die Diagnose: Hodenkrebs. Es ist so, dass man das Gefühl hat, dass alles aufhört. Es ist wahnsinnig schwierig, darüber mit Leuten zu reden, über diese Krankheit. Weil einer sich schämt, dass man krank geworden ist. Man hat das Gefühl, man hätte was Falsches gemacht, was total absurd ist. Und gleichzeitig, dass Leute das gar nicht hören wollen. Und das tut noch mehr weh. Als ich die Therapie gemacht habe, in dieser Pause, habe ich mich immer gefragt, möchte ich Theater weitermachen oder nicht? Das war irgendwie eine ganz große existenzielle Frage für mich. Der 29-Jährige entdeckt das Theater neu und damit auch die Möglichkeit, von seiner Krankheit zu erzählen. Er entwirft eine Multimedia-Performance, Video, Tagebucheinträge, Live-Kamera und Momente, in denen er das Publikum an seinem Krebs teilhaben lässt. Wenn ihr möchtet, nur wenn ihr möchtet, könnt ihr das mitmachen. So Krebs in der Hand halten und ihn einfach so zu schauen, so wie er ist, ohne ihm eine besondere Bedeutung zu geben, ohne ihn als Strafe zu verstehen, ohne ihn zu dämonisieren. An dem Abend verschweigt er nichts. Was mit dem Körper passiert, mit der Sexualität, mit der Liebe. Er macht sich zum Autor seiner Krankheit und gewinnt damit seine Autonomie zurück. Doch aufklären will er mit seiner Kunst nicht. Das Großartige an Theater ist, dass es nicht relevant ist. Essen ist relevant, um einen Alltag zu überleben. Und Theater ist der Beweis, dass es andere Sachen gibt, die dir zeigen, dass du nicht nur aus Sauerstoff und Ernährung bestehst. Und das nennt man Kultur. Eine Tour de force für den Zuschauer.
die erahnen lässt, was es heißt, sich ins Leben zurückzukämpfen. Ich bin ein Sieger, ich hab den Krebs besiegt und ist mir alles erlaubt. Und ist mir alles scheißegal und ich pfeife mit meinem Schwanz vor Psychose.